Of course. Die wundervollen Bauwerke abgenutzt von Zeit und Katastrophen verschwinden in das Nichts dahinter. Okay, ein Wärter des Verfalls. Und noch eine Geißel. Okay. Bomb den da mal weg. Okay, du bist verletzt. Dann tun wir dich noch in zwei teilen. Kriegst du wieder einen Herzschuss. Fenrir totstellen. Ist Fenrir jetzt die tödliche Überraschung? So, der ist weg, der Große. Palegina, heim mal Hagrim. Sicher ist sicher. Mann, das Ding hebt was aus, ey. So, es ist weg, zum Glück. I am ready. Of course. Oh. Hier ist auf jeden Fall ein Tor. Ins untergegangene Königreich. Hier ist was versteckt. Ja, wieder Essenzfetzen. Der Sitz dieses extravaganten Throns wurde vor einer langen Reihe königlicher Hinterteile blitzblank poliert. Die zertrümmerte Passage. Oh. Und hier geht's gerade. Hier geht's nicht weiter. Hm. Schade darum. Diese Statuen zeigen die strengen Gesichter früherer Huranaherrscher. Portal zur zertrümmerten Passage zum untergegangenen Königreich. Hm, ich habe doch keine Ahnung, wie ich hier das Wasser ablassen kann. Vielleicht hier bei der zertrümmerten Passage raus und woanders wieder rein? Das muss ich echt gucken. Aber jetzt erstmal hier rein. Kann auch sein, dass ich durch das Portal muss, das Wasser an der einen Stelle wieder umleiten muss, weil es ja reinfließt. Weil hier kann ich das Wasser auf jeden Fall ablassen. Jetzt so. Um hier an den Stab zu kommen. Einige Strömung. Ist was? Steht hier natürlich mal wieder nicht. Ist ein Zepter, ein einhändiges.
Kannst du also ruhig mal haben. Ist sogar schon hervorragend und alles. Okay, jetzt habe ich den Weg dort. Jetzt lasse ich halt einfach wirklich mal das Wasser hier wieder reinfließen. Dazu muss ich, glaube ich, den Weg hochnehmen, es hier reinfließen lassen. Dann gucken wir einfach mal, ob das innen was geändert hat. Indeed. Ah, hier ist die Cutscene irgendwie anders. Hier wird da das Wasser reingeleitet wieder. Und ich glaube, da sieht man, dass es rausgeleitet wird. Also aus dem Inneren des Heiligtums. Jedenfalls ist das so meine Hoffnung. So, und da ich gerade alles getötet habe, was es zu töten gibt. Gucken wir einfach mal. Weil noch ist die Seele nicht vollständig und noch habe ich keine Ahnung, welches Wasser ich wie drehen muss. Das hat aber anscheinend nichts verändert hier drin. Okay, dann gucken wir mal, wo uns der Port hinführt. Ja, super. Der schmeißt uns einfach nur wieder raus. Okay. Die Dinger kann ich noch nicht benutzen. Zu dem da komme ich auch noch nicht. Das Wasser hier habe ich auch noch nicht ablassen können. Ich kann nur das Wasser hier umleiten, aber auch zu dem Portal komme ich noch nicht. Also wieder rein da. Oh, hier ist ein Sehnteil, das ich übersehen habe. Ein Knoten aus Sehnessenz treibt sich vor dir herum. Zunächst schreckt es vor deiner Berührung zurück. Ja. Beißender Rauch erfüllt die Luft. Ein Feuer wütet in der ganzen Stadt. Du stolperst über ein Bruchstück einer zerbrochenen Statue und fällst zu Boden. Ein stechender Schmerz schnellt deinen Arm hinauf. Du bist auch betroffen. Du bleibst dort auf dem Boden liegen, zu erschöpft, um aufzustehen, um weiterzumachen. Um dich herum brennt deine Stadt nieder. Sie haben mir erzählt, dass man mit den Göttern, dass du mit den Göttern sprechen kannst. Du hast es für eine Ehre gehalten, aber als der bärtige Mann, dem du zu vertrauen gelernt hast, seine Maschine aktivierte, wurde die Hälfte deiner Bevölkerung in Asche verwandelt. Ihre Seelen wurden aus ihren Körpern gerissen wie Vorhänge von einem Fenster. Sie haben nicht einmal geschrien. Ach, Taos. Aber die Fremdländer haben nicht gelogen. Sie konnten mit den Göttern kommunizieren. Die Götter sind in Flammen und Fluten auf deine Stadt herabgestiegen. Sie haben deinen Palast in Schutt und Asche gelegt und deine Häfen überflutet. Nur einige wenige konnten der Zerstörung auf Schiffen entkommen. Die, die geblieben sind, starben in Angst und Schrecken. Abgesehen von dir, dich lassen sie am Leben. In ihrer göttlichen Grausamkeit lassen dich die Götter leben. Die verteilten Stücke der Seelenflens fließen im Schutz deiner Seele zusammen. Endlich vereint löst sich der Geist zögerlich von dir. Ja, wo ist er hin?
Ich habe mehrere Fragmente der Seele eines Hohanna-Königs gesammelt. Wenn ich den Geist wieder zu seiner Machtposition verhelfe, kann ich ihn vielleicht überzeugen, mir bei der Vernichtung von Nerys Kals zu helfen. Ich kann den hier noch aktivieren, der flutet das Gebiet wieder. Machen wir das einfach mal, mal gucken, ob es hilft. Ah, hat sich das hier resettet? Ach so, ich kann einfach nur nicht runter. Hey. Jetzt müsste ich aber hier durch können. Ja, kann ich auch. Könnte sogar hier hin. Aber nicht mehr hier hin. So, dann mal wieder rein hier in den Thronsaal. Und den König zum Thron bringen. Das Seelenfragment löst sich von sich mit einem Blitz zerstreuter Essenz auf und formiert sich in Form eines großen männlichen Amaunus in Pracht von Ruhm und goldenem Schmuck neu. My great hall stands open for all who would pay fealty to their beloved king. Why are you here? Meine große Halle steht für alle offen, die ihrem geliebten König die Treue schwören. Warum bist du hier? Verbeugen, sei gegrüßt. Lügen, ein Konvent der größten Erzmagier hat mich aus der Zukunft hierher geschickt. Ich bin nicht euer Untertan und ihr seid nicht mein König. Sind wir mal diplomatisch. Welcome. Willkommen. Der König betrachtet dich mit einer erhobenen Augenbraue und einem selbstgefälligen Lächeln auf den Lippen. Euer Exzellenz, ich habe ein paar Fragen. Ich hatte gehofft, ihr würdet sie anhören. You have proved yourself more polite than most. I will humor you. For time. Du hast dich als höflicher als die meisten erwiesen. Ich werde dir den Gefallen tun für eine gewisse Zeit. You have my permission to continue. Du hast meine Erlaubnis fortzufahren. Wer bist King du? King Wungaro Owaturi I. You've heard of me, of course. King Wungaro Owaturi I. Du hast natürlich schon von mir gehört. Haven't you? Oder nicht? Bist du mit Königin Onikaza II. Verwandt? None in the royal family bear the name Onikaza, and a woman has not held the throne for 50 years. Niemand in der königlichen Familie trägt den Namen Onikaza und eine Frau saß seit 50 Jahren nicht auf dem Thron. If there lives a queen by such a name, hers must be a small nation indeed. Or I say I haven't heard of it. Wenn eine Königin mit einem solchen Namen leben sollte, muss sie in der Tat über eine kleine Nation herrschen, denn ich sage, dass ich noch nie davon gehört habe. Er lacht herzhaft und klopft sich auf das Knie. Ich habe noch nie von dir und deinem Königreich gehört. Er lässt sich wieder auf dem Thron nieder, seine leuchtenden Augen blitzen schnell. Nach einer langen Weile lacht er. A fine joke. Ein guter Witz. Dein Königreich ist älter als Ukaizo? My kingdom is Ukaizo. Mein Königreich ist Ukaizo. The jewel of the dead fire. No, of Aora, a city so magnificent it draws the jealous eyes of all the world's great civilizations. Das Juwel des Todesfeuers, nein, von Aora, eine prachtvolle Stadt, die den Neid der großartigsten Nationen weltweit erregt. It will make a fine inheritance for my many daughters. Das wird ein edles Erbstück für meine vielen Töchter abgeben. Du hast auch einen Sohn, also nur Töchter, keine Söhne? No sons. Not any longer. Keine Söhne, nicht mehr. I had a boy once, a Danke Owaturi III, named for his grandfather and his grandfather's grandfather. Ich hatte einst einen Jungen, Edanke Owaturi III, benannt nach seinem Großvater und dem Großvater seines Großvaters. He was a fine boy, a happy boy, the best son a father could ask for. But I will speak no more of him. Let his memory rest, I said.